Sie suchen überall. In tropischen Regenwäldern und eiskalten Höhlen. Oh my goodness. Wie kann man hier nur leben? In den Mäulern von Riesenechsen. Braver Drache. Und im Fell seltsamer Kreaturen. Wissenschaftler forschen nach neuen Antibiotika. Denn die vorhandenen werden immer wirkungsloser. Uns droht ein Rückfall in die finsteren Zeiten ohne Antibiotika, als die Menschen schon an leichten Infektionen starben. Er war zu schwach, um nach der Schwester zu klingeln. Tausende sterben heute an Krankheiten, die vor 10 Jahren noch gut heilbar waren. Ich dachte, wie an einer Infektion sterben? Selbst die stärksten Antibiotika versagen. Es war hart, für mich und für meine Familie. Die Suche nach neuen Antibiotika ist eine dringende Herausforderung. Sie führt die Forscher in die entlegensten Winkel unseres Planeten. Der Regenwald von Panama. Hier lebt ein besonders träges Wesen. Unter dem Blätterdach führt der Biologe Bryson Warren seine Kollegen zu einem riesigen Feigenbaum. Das meiste passiert oben in den Baumkronen, wo man schwer hinkommt. Arzneimittelforscher Roger Linnington sucht einen scheuen Waldbewohner, in dessen Fell viele Mikroorganismen leben. Wir machen diese Studie, um herauszufinden, ob solche Umweltnischen neue Wirkstoffe für die Entwicklung von Antibiotika liefern können. Bryson Warren ist Experte für Baumkronen und praktischerweise ein guter Kletterer. Direkt hinter mir ist ein Dreifinger-Faultierweibchen. Man kann sehr gut ihre 3 Zehen und 3 Finger sehen. Faultiere gehören zu den rätselhaftesten Dschungelbewohnern. Sie leben nur in Baumkronen. Auf ihnen hausen alle möglichen Tiere. Es gibt eine Motte und eine Alge, die man nur in ihrem Fell findet. Faultiere sind eine Art Mikroökosystem, hoch oben in den Bäumen. Faultiere lassen sich nur sehr schwer von einem Ast lösen. Ich bringe sie kurz runter, damit Roger eine Fellprobe nehmen kann. Die Idee zu dieser Studie entstand bei einer Plauderei mit Freunden darüber, dass quasi eine ganze Welt auf den Faultieren lebt. All die Insekten und Algen. Eine Freundin sagte, schick doch mal Proben zu diesem Labor, das sich mit Bioprospektion beschäftigt. Vielleicht sind ja Antibiotika dabei. Sie ist sauer. Ich halte sie mal wie ein Baby. Roger Linningtons Labor an der University of California hat bereits bei einer früheren Expedition interessante Substanzen im Faultierfell gefunden. Jede ökologische Nische ist einzigartig. Die Population der Mikroorganismen auf diesem Faultier dürfte sich grundsätzlich von der auf einem anderen unterscheiden. Einige Pilze aus dem Faultierfell wirken so ähnlich wie Arzneien, aber sie unterscheiden sich sehr von den aktuellen Antibiotika. Das ist sehr ermutigend. Linnington gehört zu einem Team aus nordamerikanischen und panamaischen Wissenschaftlern, die gemeinsam nach neuen Wirkstoffen in der Natur suchen. Chemiker hatten bislang wenig Erfolg bei der Herstellung synthetischer Antibiotika. Also hieß es, zurück zur Natur. Einen Tag nach seinem Faultierabenteuer fährt Linnington zur Insel Coiba. Sie liegt im Pazifik vor Panama. Mit dabei ist Bill Gerwig, der Leiter des Forschungsteams. Panama ist fantastisch. Diese unglaubliche Artenvielfalt auf so engem Raum.
Panama liegt an der Kreuzung von vier großen Teilen unseres Planeten. Die Pflanzen- und Tierwelt von zwei Ozeanen und zwei Kontinenten trifft hier aufeinander. In Gebieten mit hoher Artenvielfalt herrscht ein starker Konkurrenzkampf unter den Organismen. Das führt zur Produktion von sehr bioaktiven Molekülen, die wir entdeckt haben und mit denen wir arbeiten. Die Insel Coiba ist wirklich sehr bemerkenswert. Ihr Regenwald ist nahezu intakt. Das kommt daher, dass sie ca. 100 Jahre lang eine Strafkolonie war. Heute ist Coiba ein Nationalpark mit relativ unberührten Wäldern und Riffen. Bei dieser Expedition wollen wir uns Meeressedimente ansehen und vor allem die Bakterien, die in ihnen wachsen. Diese Bakterien wollen wir als Inspirationsquelle für neue Antibiotika nutzen. Die Ozeane sind voller Mikroben. Diese Kleinstlebewesen machen 90% der Biomasse unseres Planeten aus. Sie befinden sich in einem ständigen Konkurrenzkampf um Lebensraum. Die Waffen, die sie dabei einsetzen, können uns als Antibiotika dienen. In jedem Habitat herrschen andere Bedingungen, was Strömung, Nährstoffe und Räuber angeht. Deshalb ist auch die mikrobielle Gemeinschaft an jedem Ort anders. Das Team sucht nach neuen Antibiotika, weil viele dieser Wundermittel durch Missbrauch heute nahezu wirkungslos geworden sind. Antibiotikaresistenz heißt, ein Mikroorganismus spricht nicht mehr auf ein Antibiotikum an, das ihn früher abgetötet hat. Eine Infektion besteht eigentlich aus Milliarden Zellen. Und wenn nur eine von ihnen eine leichte Mutation aufweist, kann sie überleben, trotz des Antibiotikums. Aus ihr wird sich eine völlig neue Gruppe von Zellen entwickeln, die ebenso resistent gegen das Antibiotikum sind. Das ist sehr beunruhigend. Jährlich werden hunderte Millionen von Rezepten für Antibiotika ausgestellt. Und an jeder Infektion sind Millionen von Keimen beteiligt, sodass es für die Keime zahllose Möglichkeiten zu Mutationen und zur Entwicklung von Resistenzen gibt. All das führt uns an den Rand einer globalen Katastrophe. 2014 warnte die WHO, eine postantibiotische Ära, in der gewöhnliche Infektionen und kleine Verletzungen tödlich sein können, ist ein sehr wahrscheinliches Szenario für das 21. Jahrhundert. Alexander Fleming entdeckte das Penicillin, das weltweit erste Antibiotikum, nachdem er im Ersten Weltkrieg gesehen hatte, wie tödlich Infektionen sein können. And we saw thousands of septic wounds that we could do very little for. Fleming warnte, dass der Missbrauch von Antibiotika sehr schnell zu Resistenzen führen kann. Und tatsächlich haben Resistenzen seither mit alarmierendem Tempo zugenommen. Streptomycin wurde 1943 entwickelt. Resistenzen tauchten 1958 auf. Tetracyclin wurde 1947 entwickelt. Resistenzen entdeckte man 1953. Methicillin, Einführung 1960, Resistenzen nur 2 Jahre später. Das Motto der Bakterien lautet, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und wir verschlimmern das Ganze noch, indem wir Antibiotika selbst dann nehmen, wenn sie gar nichts nützen. Wir scheinen einfach nicht zu begreifen, dass Antibiotika nur Bakterien töten, keine Viren. Viele Infektionen von hier an aufwärts werden von Viren verursacht. Alle Erkältungen, Influenza, die meisten Husten, Mittelohr- und Nasennebenhöhlenentzündungen klingen auch sehr gut ohne Antibiotika ab. Dr. David Patrick leitet, um den Antibiotikamissbrauch zu reduzieren, die Kampagne Do Bugs Need Drugs? Brauchen Keime Medikamente? Manchmal steht der Arzt sehr unter Druck, etwas zu verschreiben. Oft ist die Zeit knapp oder die Eltern verlangen, dass er ein Antibiotikum verschreibt. Selbst wenn Ärzte Labortests anfordern, verschreiben sie, bis deren Ergebnisse vorliegen, zwischenzeitlich oft ein Breitbandantibiotikum, das viele Arten von Bakterien abtöten kann. Auch die guten.
Ich hatte eine Wurzelbehandlung und danach entzündete sich der Zahn. Daher verschrieb mir der Zahnarzt Clindamycin. Ich nahm Clindamycin eine Woche lang und eine Woche nachdem ich das Clindamycin abgesetzt hatte, bekam ich Durchfall. Krista Kilbeck erfuhr, dass sie eine Clostridium difficile Infektion hatte, die schwere Diarrhoe verursachen kann. Eine Clostridium difficile Infektion kommt häufig vor, wenn man Antibiotika nimmt und diese nicht nur die Keime attackieren, die sie attackieren sollen, sondern Auswirkungen auf alle im Darm befindlichen Bakterien haben. Viele Bakterien in Christas Darm wurden abgetötet, jedoch nicht Clostridium difficile, denn es hat gegenüber den meisten Antibiotika Resistenzen entwickelt, auch gegenüber Clindamycin. How are you? Good, thanks. It's good to see you again. So, how have things been going? Wahrscheinlich haben die guten Keime in Christas Darmflora die Clostridium difficile Bakterien in Schach gehalten. Als die gutartigen Keime abgetötet wurden, übernahm C. difficile die Macht. Und hier wird die Sache mit den Antibiotika etwas komplizierter. Neue Antibiotika werden zwar dringend gebraucht, aber viele Wissenschaftler sagen, dass es kontraproduktiv sei, jede Infektion mit Antibiotika zu bekämpfen. Darüber hat auch Bill Gerwig viel nachgedacht, sogar während er nach neuen Antibiotika suchte. Wir begreifen langsam, dass unser Körper aus mehreren Billionen Zellen besteht. Mit 10-mal so vielen Bakterien. Etwa 15 Pfund von uns sind Bakterien. Wir sind also nicht einfach nur Individuen, wir sind eine Art wandelnde Gemeinschaft. Stören wir diese Gemeinschaft mit einem Antibiotikum, behandeln wir vielleicht die Infektion, aber wir stören auch diese Gemeinschaft enorm. Und so können andere Krankheiten entstehen. Wie Christas schwere Infektion. Nicht einmal Vancomycin, der Star unter den Antibiotika, kann sie kurieren. Leider lief es jedes Mal gleich ab. Nach ein paar Wochen Vancomycin ging es ihr besser, es ging ihr wieder normal und dann kehrten die Symptome zurück. Ich habe auch das Antibiotikum Defizit probiert und damit war es genauso. Nach 2-3 Wochen kam jedes Mal der Rückfall. Ohne ein effektives Antibiotikum geht Krista harten Zeiten entgegen. Schlimmstenfalls wird der Dickdarm entfernt und man hat nur noch den Dünndarm. Oder man kriegt einen künstlichen Darmausgang und muss für immer mit einem Beutel leben. Wie schwer war das alles für Sie? Es war schwer. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie. Ja. Menschen wie Krista Kilbeck brauchen dringend neue, effektive Antibiotika. Also geht die Suche weiter. Nach seinen Tauchgängen tupft Roger Linnington die gesammelten Sedimente auf Petrischalen. Er hofft, dass einige der Keime in den Proben sich vermehren werden. Unterdessen sind zwei andere Mitglieder des Teams auf Coiba an Land gegangen. Betsy Arnold, Expertin für Pilze, und Alicia Ibanez, Expertin für Pflanzen. Werden wir hier Pilze finden? Ja, bestimmt, vor allem Süßwasserpilze. Das ist eine kleine Assel. Betsy Arnold sucht weltweit nach Pilzen für neue Medikamente. Penicillin ist das beste Beispiel für ein Antibiotikum, das von Pilzen produziert wird. Die Zahl der Menschen, die durch Penicillin gerettet wurden, ist astronomisch hoch. Betsy Arnold sucht in den seltenen Pflanzengesellschaften auf Coiba nach einem anderen Penicillin. Alicia Ibanez kennt die Pflanzen hier besser als irgendjemand sonst und will Betsy Arnold eine zeigen, die einzigartig ist. Wir haben sie nur an der Westküste von Coiba gefunden. Sie ist sehr standortspezifisch. Alicia Ibanez hat Betsy Arnold bereits Pilze von dieser Pflanze zur Analyse geschickt. Aber heute sieht sie die Pflanze zum ersten Mal in ihrem natürlichen Lebensraum. Es ist eine der interessantesten Pflanzen, die wir je untersucht haben. Die Gattung heißt Desmotes. Sie gehört zur Familie der Zitrusgewächse. Sie wächst an solchen sehr steilen Böschungen von Wasserläufen.
Wir mussten aufpassen, dass wir nicht reinfallen. Da unten gibt es wahrscheinlich Krokodile. In jedem Blatt leben 20 bis 30 verschiedene Pilzarten. Sie ernähren sich von der Pflanze. Wenn zwei Pilze es auf dieselben Stoffe abgesehen haben, bekämpfen sie sich. Dabei produzieren sie Substanzen, die das Wachstum der anderen Spezies behindern. Und diese Substanzen haben antibiotisches Potenzial. Man kann sehen, wo die Flechten beginnen. Es ist höchste Eisenbahn. Wir müssen diese Organismen an Orten suchen, wo wir noch nie waren. Sie auf ihre antibiotisch wirksamen Bestandteile analysieren und die Proben archivieren. Eines Tages können wir aus ihnen vielleicht Antibiotika entwickeln, von denen wir heute noch nicht mal ahnen, dass sie in diesen Proben stecken. Das war vor 2 Jahren? Ja, etwa. Das ist schön, da lächelt er. Jen Quarrel verlor ihren Vater. Darlene Quarrel ihren Bruder wegen einer Infektion, die mit Antibiotika nicht heilbar war. Ursprünglich kam John Quarrel wegen Komplikationen aufgrund seiner Diabetes ins Regina General Hospital. Mr. Quarrel kam wegen gravierender Probleme in seinem rechten Bein. Wir konnten das Bein nicht retten und es musste amputiert werden. Aber bald kam John Quarrel wieder mit Durchblutungsstörungen ins Krankenhaus. Es ging ihm kurze Zeit gut, dann ging es bergab. Es ging auf und ab. Gegen Ende des Aufenthaltes ging es ihm plötzlich schlechter und er bekam Fieber. John Quarrel hatte sich mit dem resistenten Superkeim MRSA infiziert. Er bekam verschiedene Antibiotika und zum Schluss Vancomycin. Aber nicht einmal das konnte die Infektion stoppen. Eine der Herzklappen war von einer bakteriellen Infektion betroffen. Sehr oft kam meine Tante Darlene und ich ins Krankenhaus und er lag einfach nur so da. Er war zu schwach, um nach der Schwester zu klingeln. Es sind vor allem geschwächte und gebrechliche Menschen, die sich damit infizieren. Dr. Capriva rief mich an und sagte, er hätte keine Hoffnung mehr, dass mein Vater die Infektion überlebt. Ich hätte nie gedacht, dass man einfach so an einer Infektion sterben kann. 6 Wochen nach diesem Anruf starb Jens Vater. Mit seinem geschwächten Immunsystem passte John Quarrel ins Schema der meisten MRSA-Opfer. 12.000 Menschen sterben jährlich in Kanada an antibiotikaresistenten Infektionen. Wie in allen Krankenhäusern der Welt kämpft man im Regina General ständig gegen diese Superkeime. Wir hatten schon Ausbrüche antibiotikaresistenter Erreger im Krankenhaus und sie erfordern gewaltige Anstrengungen. Das Erdgeschoss des Krankenhauses besteht zum größten Teil aus dem Bereich Infektionskontrolle. Die Überwachung wird immer wichtiger. Es gibt Tausende von Laboruntersuchungen an Patienten im Haus. Dafür brauchen wir viel medizinisches Material und alles muss durch unsere Reinigungskräfte peinlich sauber gehalten werden. Trotzdem ist es unvermeidlich, dass resistente Keime gelegentlich durchschlüpfen. Die Krankenhäuser brauchen dringend völlig neue Antibiotikafamilien. Medikamente, mit denen die Superkeime bisher noch nie in Kontakt gekommen sind. Vielleicht finden sie sich ja unter der Erde. Es ist fast immer wie beim ersten Mal, wenn ich in eine Höhle gehe. Jede ist einzigartig. Mikrobiologin Navarat Cheaptham gehört zu den wenigen Menschen weltweit, die in Höhlen nach potenziellen Arzneistoffen in Bakterien und Pilzen suchen. Was wir bisher davon in unserem Labor gesehen haben, ist sehr vielversprechend. Das Team ist ins Chilliwack Valley in British Columbia gefahren, um eine neue Höhle zu sondieren. Höhlenforscher Rob Wall hat die Iron Curtain Höhle 1993 entdeckt. Und er hat Navarat Cheaptham eingeladen, sie zu erkunden. Hier ist ein Griff und dann kann man sich auf die Leiter runterlassen.
Es ist gefährlich, in dieser rutschigen Höhle herumzukriechen, im wackeligen Licht der Stirnlampen. Und Cheaptom ist nur Amateurin. Eigentlich habe ich schon Angst. Ich bin Mikrobiologin, keine ausgebildete Höhlenforscherin. Solche extremen Habitate zu untersuchen, liefert uns enorm viele Informationen über Leben unter extremen Bedingungen. Diese Bakterien leben hier seit Millionen von Jahren. Sie haben sich im Laufe der Evolution an diese nährstoffarmen Bedingungen angepasst. Cheaptom erkundet normalerweise trockene Lavaröhrenhöhlen. Diese Höhle ist in vielerlei Hinsicht total anders. Vor allem ist sie nass und ich war noch nie in einer nassen Höhle. Cheaptoms Team nimmt Proben von den Ablagerungen der Höhlenwände. Die Höhlenforscher haben den Formationen bildhafte Namen gegeben. Da gibt es Popcorn, Strohhalme und Mondmilch. In allen könnte Leben existieren. Hier gibt es nicht viel organisches Material. Und als Mikrobiologe denkt man, wenn man sich das hier ansieht, oh mein Gott, wer kann denn hier drin leben? Aber wenn man genauer hinsieht und es auf eher mikroskopischer Ebene betrachtet, dann ist es voller Leben, voller Potenzial. Einige Bakterienproben bleiben für ein paar Monate hier, um zu sehen, ob sie anders wachsen als die Proben, die ins Labor kommen. Die Beziehungen zwischen den Mikroorganismen und den Mineralien in den verschiedenen Arten von Höhlen sind uns zum Teil noch ein Rätsel. In ihrem Labor an der Thompson Rivers University sucht Cheaptom mit dem Elektronenmikroskop in dem Kalkstein nach allem, was organisch aussieht. Dann schauen wir mal, das sind 20 Mikrometer. Wir wollen sehen, ob wir Bakterienaktivität in Echtzeit entdecken können. Was sie da drin machen. Ob sie diese Mineralien tatsächlich als Energiequellen nutzen. Hübsch, was? Ja, und sieh dir mal das da alles an. Sieh dir das an, was ist das? Da, ich weiß nicht, was das ist. Sie ist immer ganz aus dem Häuschen, wenn sie an so etwas dran ist. Echt lustig. Herauszufinden, wie diese Bakterien in der Höhle überleben, könnte auch entschlüsseln, welche antibakteriellen Waffen sie verwenden. Studenten arbeiten viele Stunden, um die Komponenten der Proben aus der Höhle zu isolieren. Bakterien sind wie wir. Jedes ist einzigartig. Sie ernähren sich von unterschiedlichen Dingen, wachsen gern auf unterschiedlichen Dingen. Sie leben gern zusammen. Da wir die Gemeinschaft nicht untersuchen können, versuchen wir, jedes Bakterium zu isolieren. Wie man an den vielen Schalen sehen kann, könnten es 1000 verschiedene Isolate werden. Wenn Sie ein vielversprechendes Höhlenbakterium isoliert haben, setzen Sie es in eine Schale mit Erregern, die für den Menschen gefährlich sind. Dann warten Sie, ob um die Probe ein Hemmhofradius, eine Todeszone, entsteht. Das zeigt, dass das Bakterium die Pathogene abtöten kann. Aber das ist nur ein erster Schritt in der Entwicklung eines Antibiotikums. Cheaptom schickt ihre Proben häufig für weitere Untersuchungen an Julian Davies Mikrobiologielabor. Es besteht kein Zweifel, dass sie da eine Goldmine an interessanten Bakterien hat, die noch nie zuvor untersucht wurden. Einige davon sind ziemlich wirksam als Antibiotika. Aber wenn interessante Bakterien gefunden wurden, muss man es erst noch schaffen, die aktiven Moleküle zu züchten und in großem Maßstab zu produzieren. Und nachdem das richtige Molekül von einer Pharmafirma in ein Medikament eingebaut wurde, muss es an Tieren getestet werden und zum Schluss an Menschen. Davies bezweifelt, dass aus irgendeiner dieser vielversprechenden Substanzen irgendwann ein Medikament wird. Der Hauptgrund, wieso Pharmafirmen sich nicht an der Suche nach neuen Antibiotika beteiligen, ist, dass sie damit kein Geld verdienen.
Die großen Gewinne machen Pharmakonzerne mit der Behandlung chronischer Krankheiten. Die Pharmafirmen verdienen ihr Geld vor allem mit Krankheiten von alten Menschen. Ich meine, ich kritisiere sie nicht dafür. Sie sind Wirtschaftsunternehmen. Und das Ironische an Antibiotika ist, je weniger sie benutzt werden, desto nützlicher sind sie. Und das schmälert den Gewinn. Julian Davis glaubt, dass die Regierungen hier eingreifen sollten. Ich denke, kleine Firmen müssten stärker gefördert werden. Kleine Firmen können Geld verdienen mit Medikamenten, für die es nur einen relativ kleinen Markt gibt. Cubist Pharmaceuticals ist einer dieser kleinen Arzneimittelhersteller. Seit fast 25 Jahren entwickelt die Firma Antibiotika in Lexington, Massachusetts. Hey Steve, how are you? Steve Gilman leitet die Abteilung Forschung und Entwicklung. Wir haben große Erfahrung in der Entwicklung antibakterieller Wirkstoffe und können aus den vielen Substanzen die richtigen herauspicken. Aber wie hält sich Cubist mit der Herstellung von Antibiotika am Markt, wenn größere Firmen damit scheitern? Wir stecken ein Viertel unserer Einnahmen in Forschung und Entwicklung. Und wir geben viel weniger für Vertrieb, Marketing und Verwaltung aus als andere. Um überhaupt Gewinn zu machen, sind ihre Medikamente zum Teil sehr teuer. Wie Fidaxomicin, Markenname Deficit, speziell zur Behandlung von Clostridium difficile gedacht. Es wurde aus einem 1967 entdeckten Bodenbakterium entwickelt. Bis zur Marktreife dauerte es 30 Jahre. Die Kosten für eine volle Behandlungsdauer ca. 2000 Euro. Es ist ein langer, teurer Prozess. Daher setzen Regierungen jetzt finanzielle Anreize. Die USA haben im Kampf gegen Antibiotikaresistenzen einen 5-Jahres-Plan angekündigt. Kanada und die Europäische Union haben 30 Millionen Dollar in das Problem investiert. Und in Großbritannien sollte das Publikum einer Fernsehsendung darüber abstimmen, für welchen guten Zweck ein Forschungspreis vergeben werden sollte. The 10 million pound science prize is antibiotics. 10 Millionen Pfund für den Wissenschaftler, der einen billigen Schnelltest entwickelt, um festzustellen, ob ein Patient eine bakterielle oder eine Virusinfektion hat. Aber reichen diese Anreize, um unser Antibiotikalager noch rechtzeitig genug aufzustocken? Mikrobiologin Cheaptom fährt wieder zur Höhle, um die zurückgelassenen Petrischalen abzuholen. Diese Art der Arzneimittelforschung erfordert viel Zeit und ist sehr teuer. Sie weiß, sie ist nur ein kleines Rädchen in einem Arzneimittelsystem, das ihr unfähig erscheint, zu liefern. Als Wissenschaftlerin bin ich sehr frustriert. Es ist für mich einfach unverständlich. Letzten Endes muss etwas Gewinn bringen. Alles muss Geld einbringen können. Doch das ist meine Meinung als Wissenschaftlerin. Aber als Mutter eines 6,5-Jährigen finde ich es wirklich niederschmetternd, wenn man all diese Informationen hat und weiß, dass niemand für die Forschung an neuen Medikamenten bezahlen will. Was sagt das über die Spezies Mensch aus? Während Cheaptom weiter nach neuen Antibiotika sucht, hören wir oben auf der Erde nicht damit auf, die vorhandenen zu missbrauchen. Ein Großteil dieses Missbrauchs geschieht in der industriellen Landwirtschaft. Leider werden bis zu 80% der Antibiotika nicht bei Menschen, sondern bei Nutztieren eingesetzt, um sie schneller zu mästen und auf engstem Raum halten zu können. Dieser weit verbreitete Einsatz von Antibiotika trägt zu den Antibiotikaresistenzen bei. Das entwickelt sich zu einem echten Problem, das immer größer und größer wird. Amy Mangus untersucht, wie Antibiotika in der Landwirtschaft und resistente Keime in unserer Nahrung zusammenhängen. Gibt man Antibiotika in niedriger Dosierung, eliminiert man die empfindlichen Keime und die Resistenten entwickeln und vermehren sich.
Und das ist das eigentliche Problem. Man behandelt nicht ein einzelnes Tier und hilft diesem kranken Tier, sondern man wendet die Antibiotika im Grunde auf die gesamte Umgebung an. Das Risiko, E. coli-Bakterien zu erwischen, bestand schon immer. Aber heute ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass die Keime antibiotikaresistent sind. Am stärksten belastet ist Geflügel, vor allem Huhn und Truthahn. Je nachdem, wie das Fleisch verarbeitet wurde, enthält das Endprodukt mehr oder weniger Bakterien. Und je intensiver der Antibiotika-Einsatz im Stall war, desto wahrscheinlicher ist, dass das Fleisch im Handel mit resistenten Keimen belastet ist. Die prophylaktische Anwendung von Antibiotika bei Nutztieren ist in der Europäischen Union seit 2006 gänzlich verboten. Aber auf amerikanischen und kanadischen Farmen ist diese Praxis immer noch erlaubt. Natürlich gibt es viele unterschiedliche Arten von Farmen. Auf dieser Farm produzieren die Tiere ihre Antibiotika selbst. Das nächste heilbringende Antibiotikum könnte sich an einem bizarren und exotischen Ort verbergen. Tief unter der Erde, im Fell eines Dreifingerfaultiers oder auf einer Alligatorfarm. Wir dachten, eine Tierart, die es schon sehr lange gibt, könnte ein sehr starkes angeborenes Immunsystem haben, da sie Jahrmillionen überlebt hat. Monique van Hoek sucht im Blut von Alligatoren nach Antibiotika. Man sieht den Tieren nicht an, wie alt sie sind. Größer bedeutet nicht immer älter. In dieser fantastischen Anlage leben etwa 40 Alligatoren. Und es gibt noch viele andere wunderbare Gehege. Es ist das erste Mal, dass Van Hoek die Quelle besucht, aus der das Blut stammt, das sie untersucht. Die St. Augustine Alligator Farm in Florida beherbergt Hunderte von Alligatoren und anderer Krokodilarten. Hier leben auch einige Komodowarane. Die Komodowarane sind evolutionär gesehen ebenfalls sehr alt. Diese sind zwischen 1,80 und 2,70 Meter lang, die größten Echsen der Welt. Van Hoek hofft nicht nur mehr Alligatorblut zu bekommen, sondern auch etwas Komodowaran-Speichel. Sie fressen unter anderem Aas, das heißt totes, verfaulendes Fleisch. In Speichelproben von Komodowaranen sind über 50 Bakterienarten enthalten. Und viele davon sind pathogene, gefährliche Bakterien, die Säugetiere infizieren können. Wir denken also, dass der Komodowaran ebenfalls über ein sehr robustes, angeborenes Immunsystem verfügt. Van Hoek sucht nicht Bakterien oder Pilze, sondern ein spezielles Abwehrmolekül, das im Immunsystem seit Urzeiten lebender Tiere eingebaut ist. Ein antimikrobielles Peptid ist ein sehr kleines Protein. Sie werden im Körper der meisten Tiere als Bestandteil des angeborenen Immunsystems produziert. Antimikrobielle Peptide töten Bakterien, indem sie Löcher in ihre Membranen stanzen. Dadurch platzt das Bakterium und stirbt. Kent Vliet, der wissenschaftliche Berater des Zoos, wird Van Hoek helfen, an Alligatorblut zu kommen. Pfleger Kevin Torregrossa übernimmt das Einfangen. Let's go get it, Gator. Eine große Auswahl. Da kann man sich ja auch ruhig einen kleinen aussuchen. Auf der Grundlage dieser Peptide versuchen wir, eine neue Generation von Antibiotika zu entwickeln. Da ist das Blut. Anderthalb Röhrchen kostbares Alligatorblut. Die größere Herausforderung? Speichel vom Komodowaran. Sie versuchen es zuerst bei dem Männchen. Es ist friedfertiger. Übrigens, die Maus ist bereits tot.
Schön dreckiges Echsenmaul. In ihrem Labor an der George Mason University in Virginia ist es Van Hook gelungen, Peptide aus dem Alligatorblut zu isolieren. Als nächstes infiziert sie Würmer und injiziert ihnen dann das Peptid. Wie effektiv die Peptide sind, kann Van Hook anhand der Anzahl der überlebenden Würmer beurteilen. Es gibt einige überraschende Ergebnisse. Wir testen gegen 6 verschiedene Bakterien und haben mindestens 5 Peptide gefunden, die diese Bakterien sehr, sehr gut abtöten. Wir sind hoch erfreut über unsere Ergebnisse. Van Hook ist auffallend zurückhaltend, was den Komodo-Varan-Speichel anbelangt. Wir haben einige Peptide gefunden. Mehr kann ich noch nicht sagen, aber wir sind sehr begeistert. Aber es ist ein langer Weg von vielversprechenden Peptiden zu einem neuen Antibiotikum. Daher suchen manche Forscherteams nach Abkürzungen, indem sie alten Medikamenten neues Leben einhauchen. An der Boston University greift man auf altes medizinisches Wissen zurück, indem man Silber benutzt, um unser vorhandenes Antibiotika-Arsenal zu verstärken. Zu viel Silber kann ein Problem sein. Der Körper kann Silber nicht gut verarbeiten. Das kann zu sehr hässlichen Reaktionen führen und Krankheiten verursachen. Aber wir haben entdeckt, dass man Silber in sehr kleinen, ungiftigen Mengen verwenden kann, um existierende Antibiotika zu verstärken. Selbst die besten Antibiotika wie Vancomycin haben es schwer, die sogenannten gram-negativen Bakterien zu bekämpfen. Denn diese Keime haben eine zusätzliche äußere Zellmembran. Hier kann Silber helfen. Es ist schwierig, Moleküle zu finden, die da hineinkommen. Als wir entdeckten, dass Silber die Durchlässigkeit der Membran gram-negativer Keime wie E. coli verändert, dachten wir, dass so Vancomycin in diese Zellen eindringen und sie abtöten würde. Und wir konnten nicht nur in der Petrischale feststellen, dass kleine Mengen von Silber Vancomycin effektiv machen, es hat auch bei Mäusen sehr gut funktioniert. Krista Kilbeck kämpfte monatelang mit ihrer Darminfektion mit Clostridium difficile. Ihr Arzt Alex Wong hat es mit allen verfügbaren Antibiotika versucht. Nichts hat geholfen. Aber eine ungewöhnliche Option gibt es noch. Sie bekommt Vancomycin und wir warten auf eine Stuhltransplantation. Eine Stuhltransplantation ist genau das, wonach es sich anhört. Man nimmt dabei tatsächlich den Stuhl eines Spenders, dessen Darmflora wesentlich gesünder ist, und führt ihn dann mit einem Klistier oder einer Art endoskopischem Verfahren in Christas Darm ein, sodass wir ihn im Grunde mit guten Darmbakterien neu besiedeln. Christa war bereit, es zu versuchen, aber leider musste die Transplantation verschoben werden. Das kanadische Gesundheitsministerium definierte Mikrobiota im Stuhl als Arzneimittel und erklärte, dass Stuhltransplantationen nur im Rahmen einer klinischen Studie durchgeführt werden können. Also beschloss Christa, die Stuhltransplantation zu Hause durchführen zu lassen. So hat sie die Clostridium difficile Bakterien vollständig eliminiert. Es lief sehr gut. Ich kann wieder alles essen, ohne Darmbeschwerden. Mir geht es wieder weitgehend wie früher. Ich habe wirklich Glück gehabt. Auch wenn sie für Christa nicht verfügbar war, gibt es eine weitere unorthodoxe Therapie, die ihr vielleicht geholfen hätte. Sie nennt sich Phagentherapie. Jeder dieser bizarr aussehenden Virenstämme namens Bakteriophagen tötet bestimmte Bakterien ab. Dieses Behandlungsverfahren wird in Russland und Georgien seit 90 Jahren angewandt, ist jedoch anderswo nie voll akzeptiert worden. Phagen sind auf bestimmte Arten spezialisiert, in manchen Fällen sogar auf einen einzelnen Bakterienstamm. Weil sie sehr wählerisch sind, welche Bakterien sie befallen und abtöten, vernichten Bakteriophagen die nützlichen Keime nicht. Und Jim Collins hat nachgewiesen, dass sie auch gegen hartnäckige Bakterien namens Biofilme wirken können.
Die Plaque auf unseren Zähnen ist ein Biofilm. Die Ablagerung an einem Schiff ist ein Biofilm. Das Zeug im Abfluss ist ein Biofilm. Erstens sind die Keime in Biofilmen 1000-mal resistenter gegen Antibiotika als freischwimmende Keime. Zweitens, Keime bilden Biofilme gern auf allem, was in den Körper eingeführt wird. Auf einem Katheter, einem künstlichen Knie, einer künstlichen Hüfte, einem Herzschrittmacher. Das Hauptrisiko ist nicht der Eingriff. Das Hauptrisiko ist, dass man eine Biofilminfektion bekommt. Was wir getan haben, ist, Bakteriophagen so zu verändern, dass sie Biofilme knacken. Ebenso wie Silber könnten auch diese Viren die Wirkung existierender Antibiotika verstärken. Setzt man diese Phagen mit existierenden Antibiotika ein, steigert man die Wirksamkeit der Antibiotika um das 100- bis 10.000-fache. Erweisen sich diese vorläufigen Ergebnisse als stichhaltig, wird das eine unglaublich nützliche Entdeckung sein. Egal, ob sie bei den heutigen Antibiotika zum Einsatz kommt oder bei den künftigen. Als Wissenschaftler fühlen wir uns verpflichtet, alles zu tun, um neue Antibiotika zu finden und dieses wichtige Mittel weiterzuentwickeln, das der Menschheit so geholfen hat. Ich denke, die Situation wird wirklich von Jahr zu Jahr düsterer. Wir erleben zunehmend Infektionen, die nicht mehr behandelbar sind. Und wenn die beginnen, sich auszubreiten, könnten wir mächtig in der Klemme stecken. Wir werden das Problem nicht lösen können, wenn wir keine neuen Antibiotika finden. Wir haben keine Kontrolle über die Resistenzen, aber die Verwendung neuer Antibiotika können wir kontrollieren. Und so durchkämmen die Antibiotika-Jäger unsere Natur weiter nach vielversprechenden neuen Substanzen. Neue Antibiotika zu suchen, ist ein unglaubliches Abenteuer. Solange es noch unberührte Gebiete gibt, haben wir die Chance, sie zu entdecken.